Hallo Leute, ja, letzte Folge hat es leider ein bisschen geruckelt. Ich habe nochmal die Option eingesehen und da war ganz viel eingeschaltet. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so hochgeschraubt gehabt. Aber naja, es ist jetzt dann so wieder in Ordnung, will ich hoffen. Gut, ich bin auf jeden Fall in den nächsten Sektor geflogen, habe schon da das Handelsdepot geplündert sozusagen. Wir sehen, wie ihr hier auf der Karte seht oder hier seht im All, ist es blau hier. Der Schiffswerft zum Beispiel, die ist jetzt hier definitiv auch blau. Ich weiß gar nicht, ob die im letzten Sektor war, glaube keine. Ich bin schon weitergesprungen, bis ich diese hatte, um dann einfach sagen zu können, gut, jetzt sind wir hier, jetzt können wir den Generator bauen. Das ist wichtig, ne? Da oben seht ihr den grünen Hammer, der sagt das uns auch. Also, nach dem Intro werden wir definitiv da in der Nähe sein und schauen, dass wir dort ja, den Generator bauen. Wo gleich ist wieder der Akku leer, ne? Ist besser, wenn der Generator dann ein bisschen mehr kann, ne? Ach, jetzt dauert es nicht mehr lange und jetzt ist er leer. Piep, alles klar. Die Hälfte haben wir wenigstens geschafft, ein bisschen mehr, ne? Müssen wir gucken, dass wir da in der Nähe sind, dann können wir nämlich bauen. Jo, leider ist das so. So, dann mal noch ein bisschen Gas, aber ja, brauche ich keinen Gas geben. Antrieb flackert noch, wie ihr seht, also kein Strom da, der das macht, dass wir jetzt hier vernünftig fliegen. Ne? Jetzt ist wieder der Antriebsstrahl da. Wir kommen ein bisschen voran. Ne? Müssen wir gucken, dass wir da gleich in der Reichweite sind. Und dann einmal schön Generatoren bauen. Ich glaube, da oben kommt noch ein zweites Symbol dazu. Ne? Wenn man nicht sogar so ein Generatorsymbol das ist, was dann erscheint. Bin mir da gerade nicht so sicher. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall kommt ein zweites grünes Signal dazu, meines Erachtens. Reicht das schon? Weiß ich gar nicht. Vielleicht hätte ich da hinten auch schon bauen können, ne? Vielleicht hätte ich es da hinten auch schon bauen können. Egal. Jetzt bauen wir Generatorblöcke. War das Orgonit? Schildgenerator? Energiecontainer? Generator. Gut. Mach den mal weg. Der ist jetzt nicht passend groß. Wo baue ich ihn vor allem hin? Ist der irgendwie zusammengeschweißt hier? Ja, sieht so aus. Ich glaube, der ist nicht, der ist auch zusammengeschweißt. Der ist auch zusammengeschweißt, aber der nicht. Copy. Und jetzt müssen wir noch mal hier auf Orgonit dahin, dahin. Und dahin. Und ich mache noch einen zweiten hierhin. Geht? Ja, geht. So, jetzt haben wir mehr Power, hoffe ich. Vielleicht können wir eine oder andere Batterie noch bauen. Machen wir hier Dingens an. Spiegelung. Zack. Ist der Akku auch noch da? Jetzt haben wir natürlich ordentlich Orgonit ausgegeben, ne? Aber das ist dann halt so. So, was brauchen wir noch? Jetzt sollten wir noch ein bisschen Antrieb bauen. Trinium. Maximal erhöhte Antriebsblöcke können nur nach hinten zeigen. Erhöhe die Vorwärtsbeschleunigung, funktioniert Block, erhöhte Bereichweite. Machen wir das so, 1200. Vielleicht machen wir es ein bisschen größer, oder?
So rum oder eher so rum? Ich glaube so rum. So, was sagt er hier? Nicht genug Mechaniker. Gut, dass wir hier schon mal in der Nähe vom Dingens geflogen sind. Von der Schiffswerft hier. Da können wir gleich docken und können gleich Leute holen. Ist hier das Dock das nächste? Sieht so aus. Traktorstrahl, wunderbar. Was brauchen wir an Personal? Haben wir noch welche? Wir hätten noch 5 hier über. Wir brauchen definitiv Mechaniker. Und zwar 2 dazu. Vielleicht haben wir hier direkt Mechaniker, die sind ja dann besser. Da unten steht es ja auch. Anheuern. Da ist jetzt einer zu viel, sehe ich gerade, aber ist egal. So, das bedeutet, Personal passt wieder. Fliegen tut es auch ganz schnell. Jetzt können wir uns hier mal umgucken noch. Achso, wir mussten hier hin, ne? Ja. Das wird spannend. Was ist das? Ein Notruf? Ne, den wollen wir jetzt bestimmt nicht begrüßen. Hier gibt es wieder einen Spalt. Das heißt, ja, wir sollten vielleicht dann doch durch einen Tunnel fliegen. Weil das mehr Sinn macht, weil wir nicht über den Spalt kommen, oder? Und wir sollen nochmal hier reingucken. Ausrüstungsdock wäre vielleicht noch interessant vorher anzugucken, ne? Ausrüstung handeln. Kanone. Doppelblitzgeschützturm. Dreifachmaschinen dürfen wir nicht, können wir nicht. Das Geld ist auch noch alle hier. Doppelblitzgeschützturm. Elektro. Stein. 2x Schaden gegen technische Blöcke. Hört sich eigentlich cool an, oder? Vielleicht sollten wir da mal hinfliegen. Wo ist das Ausrüstungsdock? Da. Andocken wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Ich dachte, ich wäre drunter hergeflogen, bin dann drüber geflogen, ey, alter Schwede. Aber gerade mal die Kurve gekriegt. Fast geknallt, dann wären die wahrscheinlich alle wieder lila gewesen, weil ich dann die Reputation mit denen verpasst hätte, ne? Naja, kriegen wir auch hin. Aber so wie es aussieht, Generator ist jetzt nicht so toll, aber Akku ist voll, ne? Vielleicht sollten wir doch nochmal was bauen. Ja, Generator ist schon ziemlich niedrig, ne? Also ich glaube, wir müssen nochmal Generator dran ergehen. Sieht jetzt nicht so aus, dass wir das so gerade mal hinnehmen sollten. Jetzt ist er nämlich schon wieder leer. Vielleicht doch noch mehr Generatoren bauen. Komm, geh sofort in das Menü. Und Xanion, Generator, Ogonit haben wir nicht mehr, deswegen geht's schlecht. Da müssen wir den kleiner machen. Ich glaube, so ist er schön würflich, ne? Den möchte ich jetzt dann so dahin bauen. Jetzt wollen wir hoffen, dass das besser ist. So eine Panzerplatte wäre natürlich auch nicht verkehrt, jetzt da noch dran zu schrauben, oder? Das war Titan, ne? Die müsste noch ein bisschen länger werden.
Spiegel haben wir, ja. Zack. Und jetzt können wir ein bisschen kürzer werden und dann müssen wir sie noch flacher machen. Dafür wieder breiter. Ich denke, so ist schon ganz gut, oder? Und hier machen wir auch noch einen hin. So sieht da erstmal geschützter aus, oder? Hier hinten vielleicht auch noch so eine Platte davor. Achso, hier ist noch alles offen, ne? Polen offen. Lassen wir erst so. Gut, sind wir schon gedockt? Nein. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr so ganz so rot. Frequenzwechsel, cool. Schiff wurde gespeichert, auch cool. Traktorstrahl, schon gedockt, sehr gut. Ausrüstung handeln. Kohle haben wir natürlich keine. Schauen wir hier nochmal erstmal rein. Geschützkontrollsysteme. Autogeschützturmslots plus 2. Da plus 3. Kaufen wir. Geht das? Wir haben nicht genug Geld. Schade. Der wäre schon nicht schlecht, ne? Mit plus 3. Und dann noch integriert. Oh, 6 sind es dann. Boah, das muss ich kaufen. Wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Gibt es hier, wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Minuten, ey. Gibt es hier im Sektor Dingens? Ressourcendepot? Ausrüstungsstock, nein, ich will da nicht hin, ich will hier hin. Ressourcendepot, ja, gibt es. Da vorne. Schnell. Schaffen wir das? 5 Minuten ist nicht viel Zeit. Wo ist hier ein Dockingport? Station verkaufen, ja. Wie viel Geld haben wir? 300.000 reicht noch nicht. Ist jetzt auch egal, wie der Preis ist, ne? Obwohl 6, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. So, ist egal. Fliegen sofort zum Dingens zurück. Wo ist das Ausrüstungsdock? Wo ist es jetzt? Da. Schnell dahin. Ich hoffe, die 5 Minuten sind noch nicht rum. Der zählt ja normale Zeit hier, oder? Weil das war ein cooles Ding. 3 und 3, oder? Waren 6. Ausrüstung handeln. Der war das, oder? 3 plus 3. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Lass uns in Ruhe gucken. Autogeschützturmslots 3. Autogeschützturmslots, wenn es integriert ist, nochmal 3. Energieverbrauch geht natürlich hoch, ist klar.
Kaufen. Ich muss an der Station gedockt sein. Geil, oder? Ich dachte, ich wäre gedockt. 3 und 3 passt. Kaufen. Und das hier hat beliebige Geschütze. Das hat nur 2. Ne, das will ich dann nicht mehr. Hier ist noch eins für 18.000. Zu wenig. So, jetzt nochmal hier geguckt. Technische Blöcke nimmt 2-mal Schaden. Xanion. Nur für kurze Zeit. 223.000. Können wir uns nicht mehr leisten. Super Doppellaser. Präzisionsmaschinengeschützturm. Können wir uns den leisten? Nein, auch nicht. Gut, okay. Jetzt schaffen wir das bestimmt nicht nochmal dahin zu fliegen und dann, ne? Wo ist es? Das muss ja hier hinten irgendwo sein, oder? Das war es doch nicht, oder doch? Ne, Solarkraftwerk. Reisezentrum. Nein, wo ist denn da jetzt das? Da. Ressourcendepot. Aber das schaffe ich nicht in den 2 Minuten. Das ist definitiv klar. Ist aber auch nicht schlimm. Da gibt es ja gleich was Neues, Cooles, oder? Auf jeden Fall ist jetzt nicht der Akku sofort leer, beziehungsweise Generator überlastet. Wo ist der Dockingport da? So, nochmal Ressourcen verticken. Ist jetzt irgendwas cool neu geworden? 6. Ha, ich glaube 6 ist gar nicht so schlecht, ne? Komm, dann nochmal hier 50.000. Komm, so und so und dann. Ha? Ist das überhaupt weniger geworden? Doch verkaufen. Jetzt geklickt, oder? Was macht der? Vorrat? Ach, das sind nur 5.000. Shit. So, jetzt sind es 50.000. So, jetzt geht's auch voran. Shit, das habe ich eben nicht gesehen. Jetzt haben wir auch ganz schnell ganz viel Geld, ey. Oh, doof gelaufen, ne? Aber das ist halt so. So. Einmal drehen. Dreh doch mal. Wo ist jetzt das Ding da? Kurz einmal F geguckt und wir können ja schon mal reingucken, ob es sich überhaupt lohnt, nochmal hinzufliegen. Hyperraumverstärker, Transporter-Software. Was ist das hier? Ein Schildimperator. Schildimpenetrator. Undurchbare Schilde minus 67%. Ne, das brauche ich jetzt glaube ich nicht. Und Waffen, Distanz, Air Demontierer. Okay, das ist ein Abbauer. Maschinengeschützturm, DPS 600. Das kaufen wir jetzt aber. 20 Minuten. Zack, fliegen wir hin. Da unten sehen wir unseren Generator, der noch grün ist, voll. Wir fliegen gerade und jetzt geht er runter. Aber wir sind schon fast da und der ist noch halb voll und der geht auch sofort wieder hoch. Das ist das Coole. Okay. Bam, das hat gut geklappt. 3713 Punkte verschlechtert. Aber Fraktion ist noch gut. Oh, Glück gehabt. Aber wahrscheinlich hier schon noch was eingekauft haben und so, ne? Kann das sein? Traktorstrahl. Ausrüstung handeln. Hier erstmal Bauteile aufdecken. Da war nicht. Transport. Nee, wir waren schon hier. Und Maschinengeschützturm wollten wir haben, weil der ziemlich cool ist mit Xanion hier. 603 DPI kaufen wir. So, jetzt können wir noch gerade in Ruhe weitergucken. Doppelmanipulator.
War das eben eine Automatikwaffe? Weiß ich nicht, aber wir können sie bestimmt auf Automatik setzen, oder? Gibt es hier noch Automatik, die ich so nicht sehe? Defensiv. Wohl keine Automatikwaffe bei. Wer kommt da jetzt und ärgert uns? Piraten greifen den Sektor an. Gut, aber ich würde sagen, wir machen aber hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sehe gar keine Piraten. Sind die schon platt? Oder vertue ich mich? Ich glaube, die sind schon platt. Alles klar, bis dann. Ciao.